Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video Coronavirus und Geldanlage in 2020. Was du jetzt spätestens jetzt wissen und tun solltest, um dein Geld noch zu retten, um dein Geld noch zu schützen, kommt eventuell jetzt der Crash in 2020, vor dem schon jahrelang viele Ökonomen und viele Fachleute gewarnt haben. Was hat Corona mit der Krise zu tun? Lass dich nicht beirren, lass dich nicht beeinflussen. Relativ wenig, wahrscheinlich nur, dass alles viel, viel schneller abläuft, als es sowieso gekommen wäre. Damit du Hintergründe hast, damit du Anlageentscheidungen tätigen kannst, jetzt schnellstmöglich, weil keiner von uns weiß, wie groß ist noch das Zeitfenster, dass du wirklich dein Geld, dein Vermögen retten kannst. Übernimm bitte jetzt die Verantwortung für deine Finanzen, für das Heiligste gleich nach deiner Gesundheit, für das wichtigste Gut überhaupt, damit du auch in Zukunft gut aufgestellt bist und nachts wieder schlafen kannst und dir keine Sorgen mehr machen musst. Erfahre hier, wie ist es zu dieser Situation gekommen, was sind die Hintergründe, wie wird es eventuell weitergehen. Und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, wie kannst du dein Geld retten? Ist es besser aufgehoben in Geldwerten oder eher doch in Sachwerten? Sei gespannt. Viel Erfolg, schau es dir an und bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Fangen wir gleich an. Ich möchte dir hier in diesem kurzen Video einen schnellen und knackigen, faktisch fundierten Überblick geben. Alles, was ich dir hier präsentiere, mit Folien, damit du es auch nachlesen kannst, damit du selber dich informieren kannst, damit du es nachrecherchieren kannst, weil ich bin keiner von diesen, ja, ich nenne es einfach mal Untergangspropheten. Ich sage, jawohl, wir leben derzeit in einer kritischen, sehr kritischen Situation und ich möchte dir einfach aufzeigen, wie ist es dazu gekommen, was könnte hinterher auf uns zukommen. Aber ich bin keiner von denen, die der Meinung sind, die Welt geht unter und rette sich wer kann. Deswegen, du solltest wissen, wo wir stehen und es weiß auch keiner, wie groß das Zeitfenster ist, um aus deinen Geldwerten rauszugehen, um sie noch in sinnvollere Anlagen zu investieren. Aber dafür erstmal die Grundvoraussetzung, dass du die Unterschiede kennst und warum macht es Sinn, in Sachwerte zu gehen. Und natürlich auch der Punkt, was sind überhaupt Geldwerte und was sind Sachwerte, weil in meiner täglichen Praxis fällt mir immer wieder auf, und ich zeige dir auch Statistiken dazu, dass derzeit immer noch über 71% der privaten Haushalte völlig falsch investiert sind. Und ja, die sind natürlich bei einem eventuellen Crash ganz, ganz arg gebeutelt, diese Menschen. Gut, wenn du Geld anlegen möchtest, was ist dir dabei besonders wichtig? Ich glaube, viele stellen sich gar nicht die Frage. Viele fangen einfach an zu sparen oder legen was auch in eine Lebensversicherung zurück oder auf ein Sparbuch oder ähnliche Geschichten und stellen sich nicht einmal diese Grundfragen. Wie rentabel sollte meine Geldanlage sein? Was möchte ich damit? Möchte ich einen Wert schaffen, den ich vererben möchte, also einen richtigen Sachwert oder möchte ich nur Geldscheine weitergeben? Möchte ich flexibel sein, dass ich jederzeit unterbrechen kann, jederzeit ans Geld ran kann? Sehen wir jetzt in so einer Krise, die ja wirklich niemand vorhersehen konnte. Aber es gab immer wieder Situationen in der Geschichte, wo man einfach flexibel sein sollte. Wie sicher soll deine Geldanlage sein? Wie ist es mit dem Thema Inflationsschutz? Ist dir das wichtig oder ist dir das egal? Wäre es vielleicht sinnvoll, auch noch Geschäfte zu machen, sage ich jetzt einfach mal, Geldanlagen zu investieren, die anonym sind, wo nicht jeder sofort weiß, was du hast, weil das ist ja allzeit bekannt, wir sind gläserne Kunden. Jedes Amt, jedes offizielle Amt kann auf deinen Konten zugreifen, was du hast, wo du hast, wie viel du hast. Deswegen glaube ich, auch dieser Punkt gewinnt immer mehr an Wichtigkeit. Machst du dir darüber überhaupt Gedanken? Und wie sieht es aus mit der Steuerfreiheit? Ja, es gibt nicht mehr viele Anlagen, die alle diese Punkte miteinander verbinden, aber schauen wir mal, wenn es das gäbe, wäre es sicherlich auch für dich interessant. Deswegen bleib unbedingt dran. Ich möchte hier einmal einen alten griechischen Staatsmann zitieren, weit, weit vor unserer Zeit. Der soll einmal gesagt haben, es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Und in diesem Sinne möchte ich diese kurze Präsentation auch für dich gestalten. Auch ich habe keine Glaskugel, auch ich kann dir nicht exakt vorhersagen, was kommt da auf uns zu und was kommt nicht.
Ich kann dir nur eins detailliert wiedergeben, die derzeitige Situation, in der wir uns befinden und einfach mal ein paar Punkte, was dann folgerichtig auf uns zukommen könnte und wie kannst du dich vor allen Dingen wappnen, wie kannst du dein Vermögen, dein Geld retten. Dieses einfach mal auf den Prüfstand zu nehmen, das ist das Anliegen dieses Videos. Darüber ein kurzer Überblick. Wir schauen uns den aktuellen Finanzmarkt an und wie es dazu überhaupt kam. Aktuell meine ich vor Corona, weil es jetzt immer mehr Stimmen gibt aus der Politik, meist aus der Politik, die sagen, ja, wegen Corona haben wir jetzt diese Situation. Das stimmt so nicht. Corona verstärkt das Ganze, verschnellert das Ganze, das ist richtig. Aber das schauen wir uns nochmal mit an. Im zweiten Punkt, was sind Geldwertanlagen und was sind Sachwertanlagen? Du hast ja sicherlich schon das eine oder andere gehört. Die meisten meiner Erfahrung nach kennen aber überhaupt nicht die Unterschiede und wissen gar nicht, warum macht es Sinn, sein Geld zu streuen und zu verteilen. Du kennst ja den alten guten Spruch, wer streut, rutscht nicht aus. Und auch als Vergleich, wie haben sich Geldwertanlagen, wie haben sich Sachwertanlagen in der Vergangenheit langfristig und mittelfristig entwickelt. Als dritten Punkt schauen wir uns an das aktuelle Geldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland und warum über 70% dieses Geldes falsch angelegt sind. Und das ist einfach ja schon fast sträflich in der heutigen Zeit. Deswegen bitte ich dich, übernimm du die Verantwortung über dein Geld, übernimm du die Verantwortung für deine Liebsten, für deine Zukunft, bleib unbedingt dran, informier dich, dass du die richtigen Entscheidungen für deine Finanzen nach diesem Video spätestens auf jeden Fall übernehmen kannst. Und viertens, ganz, ganz wichtiger Punkt, was tun? Was solltest du nach diesen Informationen tun? Was ist sinnvoll? Wie rettest du dein Geld? Natürlich bekommst du auch hier kostenlose Tipps, was du machen kannst, ganz klar. Gut, kommen wir zum ersten Punkt, nämlich den aktuellen Finanzmarkt. Habe ich extra nochmal reingeschrieben, vor Corona und wie es dazu kam. Finanzmarkt aktuell, wissen wir alle, Zinsen gab es gestern, das ist schon eine ganze, ganze Weile her, weil als wir das letzte Mal auf ein Sparbuch beispielsweise oder auf ein Tagesgeld auf 10.000 Anlage, dass wir dort Zinsen drauf bekommen haben, 3, 4, 5, 6%, das klingt für viele von uns schon wie aus Geschichten aus uralter Zeit, aber ja, das gab es mal. Es ist im Gegenteil noch schlimmer geworden. Strafzinsen auf Erspartes hätte auch niemand gedacht, dass es mal Negativzinsen gibt. Ich habe hier einfach mal vom Dienstag, den 13. August 2019 aus München eine und am gleichen oder nächsten Tag war das dann in Dresden auch in der Zeitung. Also unabhängig von der Region, Strafzinsen war schon ja aktuell auch vor Corona. Gut, wie war das Finanzmarktgeschehen bis 2008? 2002 war die Einführung des Euro als Bargeld und bereits 6 Jahre später platzte die sogenannte Immobilienblase in den USA. Das hatte die Auswirkung einer Schockwelle, die durch den Finanzmarkt ging, durch Lehman Brothers. Das war eine der größten US-Investmentbanken. Die meldete zu diesem Zeitpunkt Insolvenz an. Und ja, das macht ab und zu mal eine Firma. Das Gewaltige hier war, hier hätte es nie jemand gedacht, weil der Firmenwert dieser Firma war 690 Milliarden US-Dollar. Das ist fast unvorstellbar. Schauen wir uns einfach mal an, was das bedeutet. Wenn wir diesen Firmenwert mit Deutschland vergleichen, müssten wir 8 große deutsche Firmen zusammenzählen. Ich lese die jetzt nicht alle vor, das kannst du dir hier mal rausziehen, wenn du willst. Und diese 8 großen deutschen Firmen haben ungefähr diesen Wert, was damals die US-Investmentbank Lehman Brothers hatte. Also das war schon wirklich ein Erdbeben, was durch die Finanzwelt ging. Weltweit wurden zu dieser Zeit ca. 5 bis 15 Billionen US-Dollar regelrecht verbrannt. Und aufgrund dieser Ängste, die zu dieser Zeit waren, trat die Bundesregierung in Form von Angela Merkel und dem Herrn Steinbrück vor die Presse, wollte die Bürger beruhigen und versprach, ihre Einlagen sind sicher. Man hatte einfach Angst, dass die Leute die Banken stürmen und ihr Geld alles abheben. Jetzt schauen wir uns aber mal an, weil das bekomme ich immer wieder zu hören. Ja, was willst du eigentlich, Carsten? Meine Spareinlagen sind ja sicher. Die Bundeskanzlerin hat es ja versprochen.
Gucken wir uns mal an das Volumen dieser Sicherungstöpfe. Offiziell heißt es ja immer, die Einlagen bis 100.000 Euro sind sicher, das vielleicht als Hintergrund. Aber jetzt muss ich wissen, das Volumen dieser Sicherungstöpfe beträgt gerade einmal 6,9 Milliarden Euro. Das ist eine stolze Summe, klar. Aber wenn ich das vergleiche, 2170 Milliarden Euro ist das Sparvermögen. Das heißt, dass eigentlich nur 0,4% sicher sind. So, das ist jetzt die Frage, die sich jeder Einzelne stellen sollte und auch wirklich beantworten sollte. Sind deine Einlagen auf der Bank, auf Sparbüchern etc. wirklich sicher? Ja, wie ging es dann weiter? Es wurde aufgrund dieser Krise 2008, die ja eigentlich nie aufgehört hat, ein Rettungsschirm für die EU-Länder mit Haftung von Deutschland aufgebaut. Die Banken wurden gerettet mit Steuergeldern und Kreditaufnahmen. Es kam zur ersten Teilverstaatlichung. Die Europäische Zentralbank kaufte erstmalig Staatsanleihen der EU-Staaten. Und ganz einfach, die Geldpresse wurde angeworfen. Was übrigens bis heute nicht aufgehört hat. Und die Absenkung des Sparzinsens ging auf 0%. Wir haben mittlerweile gesehen, dass er mittlerweile Minusprozent sogar hat. Und wenn wir uns mal den weltweit ständig wachsenden Schuldenberg anschauen, von 2010 beispielsweise, da waren weltweite Schulden von 200 Billionen US-Dollar und 8 Jahre später 240 Billionen US-Dollar. Also es ist nicht so, dass es abgebaut wird, sondern die Verschuldung ging immer höher. Wie gesagt, alles vor Corona. Und damit sind die weltweiten Schulden 3-mal so hoch wie die weltweite Wertschöpfung. Vor Corona. Jetzt steht alles still, die Lieferketten sind unterbrochen, Arbeitsplätze stehen still und. Was jetzt noch auf uns zukommt, das kann derzeit noch keiner beziffern. Wie wird es weitergehen? Das war schon auch vor Corona, Entschuldigung, Einführung des Minuszins, das hatten wir schon, Negativzinsen, Einführung von Bargeldobergrenzen, das war die Geschichte, wenn du versucht hast, mal für 30.000, 40.000 irgendwo was bar zu bezahlen, das war schlichtweg gar nicht mehr möglich, die wenigen wussten das. Einführung von Bargeldabhebungsgrenzen pro Tag, wohlgemerkt auf eigenes Geld, auf eigene Guthaben, also das war alles schon vor Corona. Alle deutschen Staatsanleihen sind negativ verzinst. 12% aller Unternehmensanleihen in Europa sind schon negativ verzinst. 15% aller Firmen in Europa sind bereits sogenannte Zombie-Firmen. Das kam jetzt die letzten Tage in der Corona-Krise, ich nenne es jetzt einfach mal so, immer mehr hervor. Es wurde immer wieder von diesen sogenannten Zombie-Firmen gesprochen. Was ist damit gemeint? Das ist durch 2008 ging ja der Zinssatz an Darlehen sehr, sehr weit nach unten, zwischen 0,5 und 1,5 oder 2% irgendwo, haben Firmen sehr, sehr billig Geld bekommen. Aber eigentlich waren diese Firmen schon tot. Und diese leben also seit 2008, 15% wohlgemerkt, europaweit, nur noch von diesen Darlehen. Eigentlich hätten die lange Insolvenz anmelden müssen. Und du kannst dir ja vorstellen, was aus diesen Firmen jetzt nach Corona wird. Wert der Deutschen Bank rutschte ab bei 87 Milliarden Euro auf 12 Milliarden Euro. Das erscheint erstmal, hui, wieso? Bei 64 Milliarden Euro Eigenkapital. Aber die Deutsche Bank hält Derivate. Ich sage es einfach mal vereinfacht. Das sind Wetten auf Geschichten, die gut gehen können oder eben auch nicht. Also grundsätzlich nichts Schlechtes, aber eben, manche halten das für Teufelszeug. Aber es sind sogenannte Wetten von 44 Billionen Euro. Also das ist das 13-fache des Bruttoinlandproduktes Deutschlands oder das 679-fache vom Eigenkapital der Bank. Und das war schon lange nicht mehr gesund. Gut, 34, ebenfalls ganz, ganz wichtiger Punkt. 34 von 87 Lebensversicherern in Deutschland stehen unter intensiver Aufsicht des BaFin. Das heißt, 34 Lebensversicherer werden schon verdächtigt, ich nehme es einfach mal in meine Worte, dass sie eventuell ihre Zahlungsverpflichtungen, ihre Zahlungsversprechen an die deutschen Sparer nicht mehr erbringen können.
Aber jetzt stell dir mal vor, das ist über ein Drittel der Lebensversicherer. Und jetzt schau mal in deinem Bekanntenkreis, schau mal bei dir selber, wie machen die meisten in Deutschland noch ihre Altersvorsorge im Lebensversichern. Und wenn diese wegfallen, ist nicht nur dein Geld weg, sondern die Altersarmut ist vorprogrammiert. Also ganz, ganz schlimme Sache. Und ich muss es nochmal sagen, das war vor Corona. Aber nicht nur die Lebensversicherer, auch die Bausparkassen plündern ihre Notfallfonds. Diese Finanzpolster sanken von 1,94 Milliarden Euro auf 377 Millionen Euro, also auch ein Drittel nur noch von dem, was mal da war. Und zwischen 2010 und 2019 haben die deutschen Sparer bereits 648 Milliarden Euro durch Niedrigzinsen verloren. 648 Milliarden Euro. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Also das ist das, was du vielleicht schon gehört hast. Da spricht man von dieser schleichenden Enteignung. Wie es dazu gekommen ist, das erkläre ich in Folien weiter hinten nochmal. Seit 2008, seit 2008 kaufen zahlreiche Notenbanken enorme Mengen an Gold, auch Russland und China. Nachtigall, ich höre dir trapsen, warum machen die das? Sollten wir uns als Otto Normalverbraucher fragen. Und seit 2019 gilt Gold in der Bilanzierung der Banken wieder wie Eigenkapital. Interessant. Es kam ein Schließfachregister raus, auch eine interessante Geschichte, weil viele mir sagen, ja, ich tue meine Sachen auf Schließfächern auf der Bank hinterlegen, würde ich niemanden dazu raten. Nicht nur, dass du im Extremfall nicht drankommst, wenn die Banken schließen, wie jetzt beispielsweise, oder ja, es gibt ja auch andere Situationen. Das ist das eine. Das andere ist, jeder denkt, Schließfachregister ist anonym und keiner weiß, was da drin ist, aber seit dem 10.01.2020 sind die Schließfachvertreiber beauftragt, ein Register zu erstellen. Das heißt, du bist eigentlich ein gläserner Kunde. Jeder, der das wissen will, wird auch erfahren, dass du ein Schließfach hast. Und ich unterstelle jetzt einfach mal, wird auch rankommen, was in dem Schließfach drin ist. Die EZB-Geldflut erinnert an die Kriegsfinanzierung. Wie gesagt, das war alles vor Corona. Haben wir aus den Schulden gelernt von 2008? Nein. Schau dir links die Grafik an, Wirtschaftsleistung und Schulden bis 2008. Schau es dir danach an. Es hat sich kaum was verändert. Im Gegenteil, die Schulden sind weiterhin gestiegen. Also das war die Situation ganz konkret vor Corona. Dann kommen wir nochmal auf die 648 Milliarden Euro durch Niedrigzinsen. Wie ist das zustande gekommen? Ganz einfach. Die meisten Gelder sind in Deutschland angelegt. Sparbüchern, Lebensversicherungen und so weiter. Und du bekommst keinen Zins mehr darauf. Im Gegenteil, stellenweise Negativzins und noch die Inflation abgezogen. Das summiert, ergibt den 648 Milliarden Euro Verlust für deutsche Sparer. Und keiner merkt es oder nur sehr wenige, weil es ja auf deinem Konto nicht draufsteht, dass es abgezogen wird. Ja, jetzt leben wir in einer neuen Welt mit Corona und da habe ich einfach mal nur zum Nachdenken, ich möchte hier niemanden angreifen, ich möchte nicht politisch werden oder sonst irgendwas. Es geht einfach darum, dass du dir mal Gedanken darüber machst, wem vertraust du? Wem vertraust du dein Geld an oder ist es nicht besser, du übernimmst Verantwortung selber über deine Entscheidung und für dein Geld? Bitte betrachte es nur so. Ich ziehe hier einen Hut vor den Politikern. Ich möchte nicht in dieser Situation sein, wo diese jetzt stecken und ich möchte auch keine Entscheidung treffen. Ich wüsste jetzt auch nicht, was richtig ist, muss ich dazu sagen. Ich möchte hier nur mal eine Aussage rausgreifen vom Mittwoch, den 18.03. Da hat der Herr Altmaier gesagt, wir werden alles tun, dass kein Arbeitsplatz verloren geht. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das ist eine steile Aussage. Wie willst du sowas gewährleisten? Aber gut, es hat auch gar nicht lange gedauert. Wir brauchen auch jetzt nicht, wurde dann schon von Zeitungen angegriffen, Focus Online und so weiter. Aber schau dir an, 18.03. war das. Und 14 Tage später, am 3. April, wurde dann schon zurückgerudert, wir tun alles, damit kein gesundes Unternehmen schließen muss. Also es ist schon wieder etwas anders, als dass kein Arbeitsplatz verloren geht.
kann auch niemand, niemand auf der Welt kann das garantieren. Deswegen geht nicht. Das glaube ich jetzt wieder und die tun auch wirklich viel im Augenblick. Es gibt viele, viele Pakete, es gibt viele Darlehen, es gibt viele Kredite und, und. Die Frage, die jetzt natürlich wieder kommt, wir haben schon Schulden, deswegen habe ich so weit ausgeholt, wir haben ja schon Schulden gehabt ohne Ende. Wie soll das Ganze bezahlt werden? Was wird mit deinem Geld und welche Situation wird hier hinterher entstehen? Deswegen dieser Vorschnitt. Außerdem möchte ich nochmal mit was an die Hand geben. Wie gesagt, das ist nichts Politisches, das geht nur darum für deine finanziellen Entscheidungen. Kennst du die Aussage vielleicht, jene, die heute die Entscheidung treffen, sind nicht vom Volk gewählt worden und jene, die vom Volk gewählt worden sind, haben nichts mehr zu entscheiden? Ist ziemlich provokant, klingt wie ja Weltuntergangsszenarium oder diese Verschwörungstheorien, Reichsbürger, was weiß ich nie alles. Nein, hat damit überhaupt nichts zu tun, denn wenn du dir anschaust, wer das gesagt hat, vielleicht erinnerst du dich sogar selber, aber die meisten wissen es nicht. Es war nämlich kein geringerer als Horst Seehofer zu dieser Zeit, auch als diese Aussage kam, Ministerpräsident von Bayern. Und zwar war das im Oktober 2011 in einem ARD-Interview. So viel dazu. Okay, schauen wir uns mal die Maßnahmen an, die derzeit so geplant sind. Das kannst du alles nachrecherchieren, das kannst du alles googeln. Coronas Schutzschild für Deutschland, Milliardenhilfsprogramme, steuerliche Hilfsmaßnahmen. Die Beschäftigung soll gesichert werden, was ich sehr, sehr gut finde. Gemeinsames europäisches Krisenmanagement und, und. Also es wird wirklich sehr viel getan. Die Frage ist nur, wo soll das Geld herkommen? Ganz einfach, es wird einfach neu gedruckt. Deswegen die nächste Frage, was ist der Gegenwert dann davon? Weil irgendwann muss die Rechnung ja bezahlt werden. Wohlgemerkt, wir waren vorher schon total überschuldet, verschuldet. Ja, und hier einfach nochmal, es handelt sich um das größte Hilfspaket in der Geschichte der Bundesrepublik, ist grundsätzlich erstmal sehr, sehr positiv. Und es geht mir nur um die Frage, wer bezahlt am Ende das Ganze. So, und da gibt es unterschiedliche Szenarien, die, da stufe ich mich nicht mit ein, kannst du ja auf YouTube sehr, sehr viele hier anschauen, von, ja, morgen sind alle pleite, wir besitzen morgen alle nichts mehr und es gibt Plünderungen, was weiß ich nie alles. Ich will das nicht hoffen, ich kann es natürlich nicht ausschließen, ich habe auch keine Glaskugel, aber ich schaue grundsätzlich positiv in die Zukunft und denke, dazu wird es nicht kommen. Aber wissen tue ich es natürlich auch nicht. Aber was kommen wird? Ständige Ausweitung der Politik des billigen Geldes, das haben wir ja jetzt schon, es wird gedruckt, es muss ja gedruckt werden, es muss ja unterstützt werden. Vermutlich kann kommen der Negativzins von derzeit 1,5% geht auf -4 bis -7%. Das wären so Schätzungen einiger Ökonomen. Vielleicht gibt es auch eine Bargeldbesteuerung, das wäre eine Möglichkeit. Es wird vermutlich Verstaatlichung von großen Firmen geben, beziehungsweise Pleitewellen. Ich sage nicht nur von Banken, Versicherungen, Pensionskassen und Zombiefirmen, sondern auch von normalen Unternehmen. Gestern habe ich auf NTV gelesen, gestern war der 3. April, dass Lufthansa beispielsweise ein Angebot bekommen hat oder dass überlegt wurde, Lufthansa anzubieten, staatliche Beteiligung. Also es geht los, es ist aktuell und ich glaube, an solchen Geschichten werden wir auch nicht dran vorbeikommen. Adidas zum Beispiel hatte ich gestern gesehen. Möchte gern einen Kredit von 1 bis 2 Milliarden und das sind, da geht Corona jetzt erst 3 Wochen. Also was ist, wenn das noch 3, 4, 5, 6, 7 Wochen geht? Keiner weiß es ja. Es wird vermutlich Helikoptergeld und Hyperinflation geben. Helikoptergeld, also das heißt, jeder Bürger kriegt Summe X. In Amerika ist das ja schon gemacht worden. Vielleicht kommt es auch zum Austritt einzelner Länder aus der EU-Währungsunion. Italien hat ja schon mal sowas angedroht, angedeutet. Oder Deutschland muss sich auch schützen vor drohendem Staatsbankrott und es kommt zu einer Währungsreform. Was grundsätzlich, es wird immer so verteufelt, aber es ist mit Sicherheit auch nicht sehr angenehm, wenn ich mich nicht geschützt habe in der Vergangenheit mit meinen Geldanlagen. Aber es ist nichts Unnormales, weil statistisch gesehen zwischen 40 und 70 Jahren geht eigentlich jede Währung in der Geschichte, egal in welchem Land, geht zugrunde.
einfach durch diesen Zinseszinseffekt. Das ist völlig normal und die Frage ist nur immer, wie bin ich darauf vorbereitet? Ja, vielleicht kommt ja auch alles ganz anders. Es gibt zum Beispiel auch den einen oder anderen Ökonomen, der sagt oder der gibt die Empfehlung, die geben die Empfehlung heraus, dass die Europäische Zentralbank alle Schulden, alle Staatsanleihen aufkaufen sollen, was sie ja sowieso seit Jahren bereits machen. Aber das Neue daran, sie sollen einfach diese streichen, sie sollen diese nicht mehr herausgeben und das heißt, alle Staaten bekommen einfach ihre Schulden erlassen. Klingt jetzt erstmal sehr utopisch, aber wenn man sich da mal hineinverdenkt, ist das gar nicht so uninteressant und so unlogisch, der Gedanke, weil jeder weiß, der sich damit beschäftigt, die Staatsschulden, die da sind, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, sind einfach nicht zurückzahlbar, schon alleine durch den Zinseszinseffekt. Also wenn du 1 Billion Schulden hast und am Tag, was weiß ich, wie viele Milliarden dort dazukommen, wie willst du das jemals zurückzahlen? Geht eigentlich nicht. Früher hat man sich sowas meistens durch Kriege Schulden entledigt. Das wünsche ich uns allen und hoffe auch und denke auch optimistisch, dass das nicht kommen wird. Deswegen halte ich das persönlich für eine Lösung. Es wird vielleicht nicht heute und morgen kommen, weil viele sich damit noch nicht anfreunden können, aber wäre ja auch nicht so verkehrt. Okay, kommen wir nun zum nächsten Punkt. Du hast jetzt einen groben Überblick, wie ist die Situation überhaupt? Falls du dich damit noch nicht beschäftigt hast, weißt du jetzt, aha, wie ist es mit den Schulden zustande gekommen? Was hat das für Auswirkungen und so weiter? Und kommen wir jetzt zum Punkt, was sind Geldwertanlagen und was sind Sachwertanlagen? Die bekanntesten wertstabilen Sachwertanlagen kennst du, hast du schon gehört, schon gelesen, Immobilien, Grund und Boden. Man sagt immer so schön, gewohnt wird immer. Deswegen Immobilien waren in der Vergangenheit immer eine der sichersten Sachwerte überhaupt, eine der sichersten, eine der rentabelsten. Da gab es nur eine Aussage immer. Die Frage ist, in welcher Region? Also Standort, Standort, Standort. Derzeit sehe ich das nicht ganz so. Weil versuch mal in der jetzigen Situation, wie gesagt, aktuell Corona-Krise, alle sind zu Hause in Anführungszeichen eingesperrt, keiner kommt groß raus oder die wenigsten, natürlich gibt es noch Leute, die arbeiten gehen, aber versuch jetzt mal in der Situation, du hättest dein Vermögen nur in Immobilien angelegt, in vermietete Immobilien und möchtest jetzt Geld haben, versuch mal auf die Schnelle dort 2, 3, 4 Wohnungen zu verkaufen, ein Haus zu verkaufen. Mit Sicherheit wird es nicht so schnell gehen. Ich weiß nicht, ob die Notare überhaupt aufhaben, ob du einen Käufer so schnell gewinnst und dann ist die Frage, zu welchem Preis. Also grundsätzlich gutes Ding, aber eben nicht immer zu jeder Zeit das Beste. Der nächste sind die Rohstoffe, zum Beispiel Holz, Erdöl, Kohle, Eisen. Auch hier haben wir die Situation, falls du noch rauskommst, falls du noch tanken kannst, falls du noch unterwegs bist, ist das Phänomen, dass gerade die Benzinpreise, die Dieselpreise nach unten gegangen sind. Also wenn du dort investiert bist, wahrscheinlich auch gerade ein bisschen eingebrochen das Ganze. Dann kommt noch der Bereich Edelmetalle, das bekannteste davon natürlich Gold und Silber, aber auch Platin, Palladium. Dann gibt es noch verschiedene Technologiemetalle und so weiter. Und der Bereich Aktien. Ich möchte jetzt nicht auf jedes einzelne eingehen, was jetzt wo steht, sondern es geht einfach um die Sachwerte insgesamt. Sachwerte sind auch Antiquitäten, Kunstgegenstände, Oldtimer, aber auch hier ist es wieder so in Krisensituationen, wie schnell kann ich das Ganze flüssig machen, was bekomme ich dafür, aber grundsätzlich kann man auch darin investieren. Und in Extremfällen sind sogar Zigaretten, Schnaps, Schokolade, Lebensmittel mit Sachwerte. Ich habe jetzt mit Absicht nicht das Klopapier mit draufgeschrieben, was wir ja das Phänomen derzeit haben, deutschlandweit. Ich glaube sogar, in anderen Ländern ist es ähnlich. Von Frankreich gehört, habe ich gehört, dass es Wein ist. Bei uns ist es eben Klopapier, was zu Hause gehortet wird. Und da siehst du schon, Sachwerte sind zu ihrer Zeit einfach wertvoll. Ja, was ist im Gegensatz Geld dazu? Geld ist nichts weiter als bedrucktes Papier, dem wir einen Wert beimessen, nämlich den Wert, der drauf gedruckt ist. Also nehmen wir einfach mal einen 100-Euro-Schein.
In der Herstellung habe ich mir sagen lassen, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, also die Zahl stimmt jetzt nicht, ich sage jetzt einfach, kostet in der Herstellung vielleicht 3 Cent oder 5 Cent, so ein 100-Euro-Schein. Und wir sagen aber, das hat 100 Euro Wert. Das ist einfach, das ist das Knallharte beim Geld. Es steht kein tatsächlicher Wert dahinter. Und es ist nicht begrenzt in der Menge, sind wir jetzt wieder. Nach 2008 wurde die Geldpresse angekurbelt und jetzt noch viel mehr. Das heißt, es ist produzierbar ohne Ende und es steht überhaupt kein Wert dahinter. Deswegen hat Voltaire schon vor 300 Jahren gesagt, Papiergeld, also schlauer Mann gewesen, Papiergeld kehrt früher oder später zu seinem inneren Wert zurück, nämlich null. Also völlig normale Geschichte, dass ab und zu eine Währungsreform ist. Das weiß eigentlich jeder, der sich mit dem Thema Finanzen auseinandersetzt. Und deswegen ist es so wichtig, wie lege ich langfristig mein Geld an? Schauen wir uns nochmal die bekanntesten Geldwertanlagen an. Also alle, die hier links aufgeführt sind in Rot, das sind die, die die meisten nutzen in Geldwertanlagen, auch auf der rechten Seite, das sind alles Geldwertanlagen. Ich habe nur mal links die extra rot, weil das ja in der Häufigkeit am meisten genutzt wird. Am meisten Lebensversicherung, Bausparen, Sparbuch, das sind so die bekanntesten und meistgenutztesten Geldwertanlagen. Okay. Nachdem wir den Unterschied haben, kommen wir nun zur Entwicklung von Geldwerten und Sachwerten. Was macht denn nun tatsächlich den Unterschied aus? Und da siehst du schon auf den ersten Blick, die Frage schlägt Sachwert, Geldwert, können wir ganz klar sagen, dauerhaft immer Sachwert, immer besser als Geldwert, ganz klar. Wir schauen uns mal von 1948 bis 2014, länger habe ich das leider jetzt hier nicht da gehabt, aber ich habe da noch eine andere Folie. Wenn wir damals 100 D-Mark in Geldwert, Sparbuch, Staatsanleihen, Bausparen, Lebensversicherung, Pensionsversicherung angelegt hätten, was wäre bis 2014 draus geworden? Aus diesen 100 D-Mark 10,54 Euro, machen wir ganz grob mal 2, also rund 21 D-Mark wären da draus geworden. Ja, und wenn ich jetzt schaue, was sind aus 100 D-Mark im Sachwertbereich geworden? 586 Euro, also rund 1200 D-Mark. Also besser kann man das auf einen Blick einfach nicht sehen. Ach, hier sind sogar noch Edelsteine dabei, siehste, die habe ich vorhin nicht mitgenannt. Schauen wir nochmal eine kürzere Statistik an, nämlich von 2002, also wo der Euro eingeführt wurde, bis 2016. Und selbst in diesem kurzen Zeitraum von 14 Jahren ist schon ein extremer Unterschied von Sachwert zu Geldwert. Aus einem Euro in Geldwerten sind 0,70 oder 70 Cent geworden, 0,70 Euro. Das sind, wie gesagt, das sind ja immer offizielle Statistiken, traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, so nach dem Motto. Gefühlt ist es sogar noch weniger. Aber wir gehen ruhig von dem aus. Und in Sachwert, Grundstücke, Immobilien, Edelmetalle und so weiter, wenn du das angelegt hättest, 2002 sind aus diesen einem Euro, hättest du das Ganze verdreifacht. Das sind so die wichtigsten Dinge, die du einfach mal im Hinterkopf haben solltest. Zu dem Beispiel Geldverfall und immer wieder Währungsreform und so weiter, schauen wir hier mal ganz kurz an. In den letzten 150 Jahren gab es in Deutschland schon allein 6 Währungen. Immer wieder wird es aber verdrängt von uns, weil wir Menschen vergessen ja auch ganz, ganz schnell immer wieder. Und wenn man sich mal fragt, wie viele haben überlegt, keine. Deswegen lass dich jetzt nicht verrückt machen, lass dich nicht panisch machen. Du sollst jetzt auch keine Angst bekommen hier. Im Gegenteil, du sollst einfach wissen, warum ist das so und wie kannst du dich schützen. Währungsreform ist langfristig gesehen völlig normale Geschichte, wird es immer wieder geben, auch in Zukunft, auch wenn wir diese Krise durchstanden haben. Gut, was macht Geldwertanlagen? Also nur, es geht hier immer darum, wenn ich mein Geld ausschließlich in Geldwertanlagen habe oder überwiegend in Geldwertanlagen habe. Darum geht es. Ich habe eben ständig einen Wertverlust durch die Inflation, Kaufkraftverlust, das ist ja das, es fehlende Stabilität und so weiter, alles was wir hier gemeinsam rausgearbeitet haben, das ist das Gefährliche an Geldwerten. Und wenn du mal irgendwo liest oder hörst, jeder verliert alles oder die Sparer verlieren ihr komplettes Geld, dann ist immer gemeint, du hast all dein Geld in Geldwerte
in Sparbücher, in Lebensversicherungen, in Bausparen und so weiter investiert. Dann dieses ist zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit, ja, zumindest wesentlich weniger, wenn nicht sogar ganz weg. Das, um das Ganze nochmal zu demonstrieren, warum machen die Sparer in Papiergeld jährlich Verluste, ohne es zu bemerken? Auf diesen Papiergeldern, das betrifft alle gleich, ganz einfach, das möchte ich dir hier mal zeigen, weil viele das nicht so richtig nachvollziehen können. Und ich habe immer wieder viele Gespräche, wo mir die Kunden sagen, ja, Carsten, du erzählst mir, ich mache Verlust, ich habe doch aber auf mein Sparguthaben 10.000 Euro stehen. Ich habe 2019 1 Euro Zinsen bekommen und habe sogar auf meinem Sparbuch jetzt stehen 10.001 Euro. Du erzählst mir, ich mache Verlust. Was soll denn der Quatsch? Ganz klar. Und das ist das Gefährliche, das ist dieses brandgefährliche leider, weil was haben die vergessen oder was haben ja die auf der Bank und überall vergessen? Nämlich die Inflation. Und wenn wir jetzt mal ganz, ganz niedrig rechnen, 2019 1,5% Inflation, überleg selber, ob diese Inflationsgröße stimmt oder ob du nicht vielleicht sagst 3, 4, 5% gefühlte Inflation. Nehmen wir einfach die 1,5%, dann müsstest du von deinem Sparbuch 150 Euro abziehen und diesen 1 Euro dazu, also dein aktueller Wert sind 9.851 Euro und nicht 10.000. Gemessen an der Kaufkraft, was du 2019 gegenüber 2018 an Kaufkraft mit 10.000 Euro erwerben kannst. Das ist damit gemeint. Und deswegen bekommen die meisten das überhaupt nicht mit und deswegen spricht man in Fachkreisen von einer schleichenden Enteignung. Also die Leute zu Deutsch merken es gar nicht, dass sie enteignet werden, dass sie immer weniger haben, weil ja auf dem Sparbuch nicht weniger draufsteht. Das macht es so gefährlich. Lebensversicherung, überall das Gleiche. Also regelrecht verbrannt das Geld, weil wenn wir das 10 Jahre anschauen, dann sind aus 10.000 Euro nur 7.000 Euro, wie gesagt, wohlgemerkt, Kaufkraft. Auf deinem Sparbuch werden immer 10.000 stehen, aber du bekommst wesentlich weniger dafür. Das Gleiche ist natürlich bei dem Thema Lebensversicherung. Das ist nichts anderes, weil auch dort ist ja dieser Garantiezins runtergegangen von ehemals 7% vor 2000. War das mal eine attraktive Geschichte? In den 90er Jahren, seit 1990 bin ich ja im Markt, in den 90er Jahren waren Lebensversicherungen völlig normal als Altersvorsorge. Da war das auch gut, da war das okay. Im Schnitt hat jemand 6-7% Rendite gemacht, war alles okay. Aber die Zeiten haben sich weiterentwickelt und ich glaube, die wenigsten von uns, wenn sie sich heute ein neues Auto leisten, und mit dem heutigen Luxus, mit den heutigen Anforderungen, du würdest dir auch kein Auto aus den 90ern mehr kaufen. Das ist so ungefähr das Gleiche auch. Der Finanzmarkt hat sich weiterentwickelt, die Situationen haben sich einfach verändert. Und wenn wir jetzt noch schauen, das ist auch was, was viele nicht wissen, deswegen, ich kann es gar nicht oft genug sagen, schau wirklich kritisch, wo bist du derzeitig investiert mit deinen Geldern? Hast du noch viele Lebensversicherungen, Bausparen, Sparbuch, Tagesgeld etc. Weil gerade im Bereich Lebensversicherung, wenn du beispielsweise 100 Euro monatlich investierst in deine Altersvorsorge oder viele haben eine Lebensversicherung sogar noch wegen Finanzierung, um zu tilgen, ist ja ähnlich. Von deinen 100 Euro gehen nicht 100 Euro ins Sparen hinein und du bekommst auf diese 100 Euro diesen Zins, der hier noch angegeben ist mit 2,46%, sondern von deinen 100 Euro, die du in die Lebensversicherung einzahlst, hast du ja, und das ist jetzt wieder, deswegen sind 34 Lebensversicherer bereits unter Beobachtung, hast du Kosten von, jetzt halte ich fest, von 20-40%. Das heißt, bestenfalls gehen von deinen 100 Euro 80 Euro in den Sparvertrag, sage ich jetzt einfach mal, und 20 Euro sind Kosten, schlechtestenfalls, es kommt je nachdem, welchen Versicherer du gewählt hast, gehen von deinen 100 Euro sogar nur 60 Euro in den Sparvertrag und darauf die 2,46% und dann nochmal minus die Inflation.
Also ganz, ganz dringender Handlungsbedarf, kann ich nur jedem empfehlen. Stell es auf den Prüfstand und schau dir an. Schau einfach in die Vergangenheit. Wie lange läuft das Ganze? Was hast du eingezahlt? Jedes Jahr bekommst du ja, das ist ja seit ein paar Jahren gesetzlich vorgeschrieben, jedes Jahr bekommst du ja deine Rückkaufswerte, also was ist aktuell drin. Und wenn du das mal verfolgst, wirst du feststellen, dass die letzten 2-3 Jahre, obwohl du monatlich weiter eingezahlt hast, trotzdem dein Rückkaufswert weniger geworden ist anstatt mehr. Also bitte unbedingt auf den Prüfstand stellen. Ganz dringende Empfehlung. Ja, dann ist die Frage nicht Inflation ob oder nicht, sondern einfach nur wann. Wie gesagt, das war vor Corona das Ganze. Jetzt wird die Inflation vermutlich noch schneller, noch höher ansteigen als vorher, weil um die Schuldenlasten der Staaten bezahlbar zu machen, drucken die Notenbanken Geld und finanzieren. Das haben wir uns alles angeschaut durch die Förderprogramme, die jetzt richtigerweise für uns alle rauskommen, wird auch weiter riesige Mengen an Geld gedruckt und irgendwer muss es ja bezahlen und das wird wahrscheinlich über die Inflation getan. Und schauen wir uns mal als Grundkurs ganz, ganz schnell, Auslöser erhöhter Inflation ist immer eine Staatsverschuldung, eine erhöhte Staatsverschuldung und die dementsprechende Geldmenge dazu. Deswegen die Frage: Haben wir derzeit eine niedrige oder eher eine hohe Staatsverschuldung? Ich glaube, das haben wir beantwortet. Ich glaube, du wirst auch sehen, verfolg einfach weiterhin die Zeit, in der wir jetzt sind. Die Staatsverschuldung muss höher werden, ganz klar. Und die Geldmenge steigt immer mehr, exorbitant, ganz klar. Welche Auswirkungen hat die Inflation auf die Kaufkraft? Das haben wir uns schon angeschaut. Wenn ich 100.000 Euro ganz links irgendwo angelegt habe in Geldwerten, dann verliert bei, nehmen wir mal 5% Inflation, diese rote Kurve, dann sind das aus 100.000 in 20 Jahren nur noch 37.000. Es drittelt sich fast bei nur 5% Inflation. Und hier ist nochmal ein etwas, lustigeres Bild, um das einfach mal ganz, ganz schnell auf den Punkt zu bringen, was Inflation überhaupt bedeutet. Das ist nichts weiter als Kaufkraftverlust. Das heißt, ich habe für dieselbe Lebensqualität, wenn ich dieselbe Lebensqualität mir erhalten will, einfach einen höheren Aufwand an Geld. Nichts anderes ist damit gemeint. Und wenn wir uns das mal anschauen, hier bildlich, im 18. Jahrhundert hast du eben mehr Masse bekommen für einen bestimmten Preis als heute. Das ist beantwortet es am schnellsten. Gut, auch Richard von Weizsäcker hat schon gesagt, wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart. Und deswegen wollte ich mit dir diese kurze Einführung, diesen kurzen Grundkurs einfach mal in diese ganze Geschichte machen. Wo stehen wir? Was ist sinnvoll? Was solltest du tun? Wenn du Fragen dazu hast, bin ich gerne für dich da. Schreib sie im Kommentar, schreib mich an und teile mir auch gerne deine Meinung im Kommentar mit. Was hast du gemacht? Hast du dich bereits geschützt? Was schlägst du vor? Was sind deine Erfahrungen? Freue mich über jeden Kommentar auch von dir. Hier ist noch ein interessantes Zitat von Carsten Maschmeyer. Das ist ganz aktuell. Ich glaube vom 1.4. so ungefähr 2020. Ganz egal, ob du den Herrn Maschmeyer mögst oder nicht, aber auf jeden Fall ist es jemand, der sich ein bisschen auskennt in dem Thema Finanzen und der hat ja gesagt, dem ich mich übrigens anschließe, deswegen habe ich ihn hier zitiert, wir werden auf jeden Fall von der Zeit vor Corona sprechen und von der Zeit nach Corona. Das ist auch meine tiefste Überzeugung, ganz egal, wie lange diese, in Anführungszeichen, Krise jetzt noch geht. Keiner weiß die Auswirkungen, keiner weiß wie lange, aber ich bin davon genauso überzeugt, es gibt eine Zeit vor Corona und eine Zeit nach Corona. Es werden sich viele, viele Dinge werden sich verändern. Meiner Ansicht nach nicht nur im Negativen. Ich habe die Hoffnung, viele rücken wieder enger zusammen, werden dankbarer, helfen sich miteinander, man wird kreativer, das sieht man ja jetzt schon in vielen Bereichen, aber
es wird auch viele, viele, viele Menschen geben, die wirklich ganz schnell arbeitslos sein werden, die wesentlich weniger verdienen werden und. Deswegen ganz, ganz wichtig, nimm die Verantwortung für deine Finanzen wirklich in deine Hand.